Als wir das imposante Castel del Monte des Stauferkönigs Friedrich II. Verlassen, sind wir nicht von Fahrrädern auf Pferde umgestiegen. Aber unsere Vierer-Radlergruppe aus den ersten beiden Videos hat sich in zwei Zweierteams aufgespalten. Thomas und ich fahren in flotter Fahrt in die Küstenebene hinunter. Als erstes erreichen wir die Stadt Andria, die an diesem sonnigen Sonntagmittag schläfrig vor sich hin döst. Durch Olivengärten und Weinberge geht es auf Wirtschaftswegen weiter in Richtung Adria. Kreuzungen. Ja, ja, schon klar, aber warum ist hier keine Kreuzung? Badeort Margherita di Savoia wissen wir, wo die Bewohner aller umliegenden Städte an diesem Sonntagnachmittag sind. Sie sind ans Meer gefahren. Der Hauptgrund, warum viele Familien mit Kindern hier anzutreffen sind, ist das Drachenfestival am breiten Sandstrand mit vielen fantasievollen Fluggeräten. Bei der Weiterfahrt entlang der langgestreckten Lagune schiebt uns ein kräftiger Wind aus südlicher Richtung an. An einer Abzweigung ist es dann passiert. Wir verfehlen uns. Der Akku meines Handys ist leer und wir sind über eine Stunde damit beschäftigt, uns in der Hafenstadt Manfredonia wiederzufinden. Vielen Dank an die hilfsbereiten Italiener, die mich auf ihrem Handy telefonieren ließen. Von unserem Apartment in der Altstadt machen wir uns auf die Suche nach etwas Essbarem. Gleich um die Ecke werden wir fündig. In einem Schnellrestaurant für Pizza und Co. sitzen einige Familien. Das passt. Die Speisekarte steht auf einem handgeschriebenen Plakat. Eine Herausforderung für mich ist es, die riesige Pizza mit einem zerbrechlichen Plastikbesteck zu essen. Beim Rundgang am Morgen sehen wir vor dem Eingang des Restaurants vom Vorabend überquellende Mülleimer. Die hässliche Seite eines Gastrokonzepts, das komplett auf Einweg ausgerichtet ist. An einer Straßenecke hat ein Künstler eine Wand bemalt mit dem bekannten italienischen Sänger Lucio Dalla, der auf einer Bank vor dem Meer sitzt. So viel Poesie und Muse wollen wir uns heute nicht leisten, weil für den Nachmittag unbeständiges Wetter angekündigt ist. Wir haben den Gargano erreicht. Der italienische Stiefelsporn, der mit über 1000 Meter hohen Bergen in die Adria hineinragt. An der Südküste des Gargano fallen die Berge steil zum Meer hin ab. Als Radfahrer wollen und können wir nicht die Hauptstraße mit vielen Tunnels nehmen. Stattdessen folgen wir der kurvenreichen Küstenstraße mit reichlich Höhenmetern. Hat man einen Höhenrücken erreicht, geht es gleich danach wieder hinunter in die nächste Bucht, dann wieder hoch und so weiter.
Nordwesten hüllen sich die Berge in eine graue Regenwolke ein. Wir geben alles, damit wir vor dem Regen in Vieste, dem größten Ort im wichtigsten Touristenzentrum des Gargano, ankommen. Die Mieterin unseres Bed and Breakfast in einer Altstadtgasse hat bereits angekündigt, dass es in Vieste Straßensperrungen gibt, weil es in diesen Tagen ein großes Stadtfest gibt. Wir sind gespannt. Als Radfahrer interessieren uns Straßensperrungen überhaupt nicht. Unser Bed and Breakfast liegt sowieso im Centro Storico. Hm. Via WhatsApp kommen wir mit den entsprechenden Codes ins Haus und in die Pension. Unsere Fahrräder ketten wir im breiten Treppenaufgang an und fragen unsere Vermieterin Michaela, ob sie dort bleiben können. Wenige Minuten später kommt die Antwort. Wir können unsere Räder auch in der videoüberwachten Rezeption abstellen. Mille grazie, Michaela. Am Abend erstrahlt der breite Boulevard der Stadt, der mit Lichtergirlanden geschmückt ist, in hellem Glanz. Und eine Musikkapelle marschiert unter der Lichterkette. Kleinen Platz, keine 100 Meter von unserem Bed and Breakfast entfernt, locken uns die Klänge einer Showband an. Die Tequila und Montepulciano Band bringt bis Mitternacht mit süditalienischen Tarantellas Stimmung auf den Platz. Und morgen geht das Fest weiter. Unser Zimmer in der Pension hat einen kleinen Balkon, von dem wir einen idealen Überblick über die umliegenden Gassen haben. Morgens um 8 Uhr werden wir von Stimmen und Musik in den Gassen geweckt. Unter unserem Balkon zwängt sich eine bunt gewandete Prozession mit musikalischer Begleitung durch die Altstadt.
Nach den kirchlichen und weltlichen Würdenträgern und den Musikkapellen folgen die Gläubigen, die in einem Sprechgesang eine Santa Maria di Marino anbeten. Von unserer Vermieterin Michaela erfahren wir, die Prozession zieht morgens von der Kathedrale in der Altstadt zu einer 7 Kilometer außerhalb der Stadt gelegenen Wallfahrtskirche, die der Beschützerin von Vieste gewidmet ist, der besagten Santa Maria di Marino. Wir schließen uns dem Pilgerzug nicht an und verbringen einen ruhigen Pausetag in der Stadt, den wir nach 8 Tagen auf dem Sattel dringend nötig haben. Südlich der Altstadt schließt ein breiter Sandstrand mit einem markanten Kalkfelsen an, eines der Wahrzeichen von Vieste. Als wir um Mitternacht zu Bett gehen wollen, füllen sich die Gassen wieder mit Stimmen und Musik. Der Prozessionszug kehrt zurück in die Stadt, wieder direkt an unserem Zimmerfenster vorbei. Nach dem Frühstück verabschieden wir uns von unserer wunderbaren Gastgeberin Michaela. Wir schieben durch die Gassen, fahren am Hafen von Vieste entlang und verlassen die Stadt in nördlicher Richtung von einer Ferienresidenz zur nächsten. Bitte? Nach 25 Kilometern kommen wir an der Nordküste des Gargano in Bisquici an. Ein reizendes Städtchen auf einem Felsspur über der Adria. Die Altstadt ist eigentlich nur für Fußgänger gemacht. Als Radfahrer kommt man zwar schiebend fast überall hin, aber die Einheimischen, die mit ihrem Auto in die Altstadt wollen, sind wahrlich nicht zu beneiden. Bisquici wäre auch ein schöner Übernachtungsort gewesen, aber für uns ist heute noch nicht Schluss.
Adriaküste entlang kommen wir wenig später schon in Rodi Garganico an. Hier sparen wir uns diesmal die engen Gassen und zahlreichen Treppenwege in der Altstadt. Aha, neue Kettenblatt und Ritzel. Bitte? Die Badeorte, durch die wir anschließend kommen, befinden sich am 10. Mai noch im tiefen Winterschlaf. Das gilt auch für unseren heutigen Zielort Lido del Sole, wo kein Laden geöffnet hat und wir uns in der einzigen geöffneten Bar mit Bier, Erdnüssen und Kartoffelchips zufrieden geben müssen. Ecke, Bar. Links. Wir haben uns beeilt, unser Tagespensum von 50 Kilometern möglichst früh zu schaffen. Ja. Für den Nachmittag ist nämlich Regen angekündigt. Unsere heutige Pension liegt 2 Kilometer außerhalb der Ortschaft. Weit und breit keine Gäste außer uns zu sehen. Ecke, hier. Hier. Hallo, hallo. Hallo. Welcome. Ja. For now, you parking here. Ja, it's okay. Ja. And after ja. Weil wir keine geöffneten Läden im Ortszentrum gefunden haben, besteht unser Abendessen aus 3 matschigen Bananen, einer Tüte Kartoffelchips und Wasser. Wir haben die Berge des Gargano hinter uns gelassen und radeln nun entlang von 2 Lagunen am Strand und dann durch eine fruchtbare landwirtschaftliche Ebene. Unser Mittagsstopp ist im netten Ort Lesina, wo wir endlich wieder auf geöffnete Läden treffen. Weiter, immer weiter, soweit es geht. Ja. Einige Kilometer später ist es vorbei mit der Fahrt auf ruhigen Nebenstraßen. Für die Weiterfahrt in die nördliche Nachbarregion Molise
müssen wir uns notgedrungen die SS-16 mit vielen Autos und LKWs teilen. Zu allem Überfluss in Letzing noch ein Platzregen, als gerade weit und breit kein Unterstand zu finden ist. Arrivederci, Puglia.